Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Legung, dieses Mal für den März. Die Legung ist für dich, wenn du den Stier als Sonne, Mond, Aszendent oder in der Venus hast. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für alle neuen Abonnenten. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr neu seid, dass ihr mir auch vielleicht ein Abo dalasst. Dazu einfach die Glocke drücken. Natürlich dürft ihr auch gerne liken, teilen und kommentieren. Die Legung für den März wird wieder eine Neunerlegung. Und wir schauen in die Energien, die vorrangig sind, die Neunerlegung mit dem Lenormand. Dann klären wir wieder mit den Seelenblickkarten von der Doreen Stahl und eventuell noch mit den Sorcery-Cards von der Nadine Breitenstein. Die ganzen Karten findet ihr unten in der Infobox. Schaut gerne rein, da sind noch mehr Informationen für euch. Und dann starten wir jetzt. Mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen bitte eine Karte, die ist wieder rein, für Stier im März. Erneuerung. Mit der Nummer 46. Erneuerung. Irgendetwas sollt ihr oder werdet ihr erneuern. Und hier unten, da ich ja auch immer sehr gerne dann die unteren Karten anschaue, hier kommt das Traute heim. Also vermutlich geht es um eine Situation zu Hause oder eine neue Wohnung. Also sprich ein Umzug. Oder irgendetwas, was ihr in eurem Inneren verändern sollt, denn da liegt auch die Bereitschaft unten drunter. Und ich sehe gerade, die Bereitschaft hat die Nummer 48 und das Trauterheim die 50. Die lege ich wie gewohnt an die Seite und dann schauen wir jetzt mal, meine lieben Stiere, was für euch im März wichtig wird. Da kommt das Kleeblatt als erste Karte. Das Kleeblatt, da geht es um eine positive Phase, Leichtigkeit, Glück. Das Klee wird auch als kleines Glück bezeichnet. Es geht um die Anzahl 1 bis 4. Also es ist auch eine Zeitangabe, 1 bis 4 Tage, Wochen, Monate. Und wir schauen, als nächstes kam der Baum. Hier kommt eine Zusatzkarte, das sind die Karten von der Angelina Schulze. Und da gibt es hier die Karte mit den Händen. Da geht es darum, Bilanz zu ziehen oder etwas festhalten, etwas loslassen. Und auf der Position sagt mir, das ist anscheinend schon bei euch Thema. Und hier kommen die Entscheidungen mit den Wegekarten. In diesem Kartendeck gibt es noch eine Wegekarte, wo zwei Wege sind und das hier ist so ein Labyrinth. Schauen wir mal, was die nächste Karte ist. Jawohl, da liegt der Neuanfang. Und dann kommt ja gleich noch eine, die Ruten, der Paar,
die Sterne und nochmal die roten. Sehr interessant. Und unten drunter liegt der Hund. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wie gesagt, Ausgangsposition ist der Klee. Leichtigkeit, Frohsinn, positive Phase. Vielleicht auch etwas zu leicht nehmen, zu oberflächlich. Auch das ist denkbar. So, die Energie. Ich merke gerade so eine naive Energie, die mit dem Kleeblatt hier auch rauskommt. Die Karte mit dem Park sagt, es geht darum, sich zu öffnen, oder es geht um eine Situation in der Öffentlichkeit, oder es geht um Kunden. Für den einen oder anderen von euch kann es hier auch um Kunden gehen. Vielleicht ist eine Situation da, die man zu leicht nimmt in Bezug auf Kunden, in Bezug auf die Öffentlichkeit oder auf eine größere Gesellschaft. Die Gesellschaft könnte auch wieder mit Kunden zu tun haben, sprich eine Veranstaltung oder sowas in die Richtung. Und da soll etwas neu gemacht werden. Ein Neubeginn liegt hier, der noch nicht greifbar ist, denn diese Position ist die Position des Unbewussten oder des Nicht-Sichtbaren. Für manche von euch kann es hier auch um ein Kind gehen, um einen Kinderwunsch unter Umständen, dass hier diskutiert wird um einen Kinderwunsch zum Beispiel. Oder dass Gespräche reinkommen wegen einem Kinderwunsch. Auch das wäre denkbar. Oder es kommen hier Konflikte. Konflikthafte Diskussionen, Streitgespräche, Kommunikation. Vielleicht geht es auch darum, hier Ordnung zu machen. Oder ihr macht Ordnung bei euch. Das ist meistens auf die Gefühlsebene gerichtet, kann aber sich tatsächlich auch mit der Erneuerung und dem trauten Heim zusammen so anfühlen, dass ihr zu Hause Ordnung macht für etwas Neues. Weil etwas Neues ansteht, vielleicht ein Umzug für den einen oder anderen oder jegliche andere Veränderung, die eine Erneuerung mit sich bringt, wäre hier denkbar. Der Baum hier oben, der spricht davon, dass ihr sehr stabil seid, eine gewisse Festigkeit habt. Der kann aber auch, und liebe Stiere, seht mir nach, denn ihr seid als Erdzeichen ein sehr, wie soll ich es sagen, die Erdzeichen tun sich mit Veränderungen schwer. Das ist einfach so. Und dieser Baum spricht auch davon, dass hier sehr viele Themen sind im Leben, die sehr verwurzelt sind, die Gefühle, die sehr tief gehen, aber auch die Themen im Leben. Der Baum sagt mir, man ist doch ganz schön unbeweglich, um hier in die Veränderung zu gehen, in die Erneuerung zu gehen. Und das Gleiche sehe ich dann auch hier in der Kombination. Dieses Bilanzziehen, es gilt, etwas loszulassen. Ich zeige euch die Karte noch mal genauer. Da ist das Auge drauf, da oben. Seht ihr das? Hier ist ein Auge und hier ist ein Schmetterling. Und das Auge an
auf dieser Karte bedeutet, etwas genau zu betrachten, sich eine Situation zu betrachten oder sich selber zu betrachten in den Gedanken und Gefühlen. Und der Schmetterling ist, wie gesagt, ein Transformationszeichen, ein Zeichen für eine Mega-Hammer-Veränderung. Denn der Schmetterling ist ja eine kleine Raupe, die sich dann verpuppt und von einem Tier mit Füßchen zu einem wunderschönen Tier wird, was dann auch noch fliegen kann. Also das ist eine Mega-Transformation, eine Mega-Veränderung. Und die habt ihr hier anscheinend schon in Gedanken, beziehungsweise wenn ihr die noch nicht in Gedanken habt, dann geht es darum, eine Veränderung anzustreben. Für die meisten von euch dürfte das allerdings schon in der Gegenwart präsent sein, in der Art und Weise, dass ihr eine Situation genauer beleuchtet, also Bilanz zieht. Und hier mit der Wegekarte und gerade mit dieser Wegekarte nehme ich doch wahr, dass es erstens mal Lösungen geben wird, die euch dann einfallen in dieser Thematik des Bilanzziehens. Eventuell, mir krabbelt es wieder im Hals, Entschuldigung. Das ist immer ein Zeichen, es liegt ja auch doppelt, die Thematik des Sprechens. Ich hatte es in den vergangenen Readings gerade sehr häufig beim Stier, bei euch Stieren, ich glaube im November war es so ganz krass, auch das Thema Sprechen. Etwas aussprechen, was an Veränderung reinkommen soll oder was ihr verändert haben wollt. Und das Ganze auch positiv sprechen. Nicht positiver als es ist, also nichts schönreden oder oberflächlich reden, sondern tatsächlich so darzustellen, wie es wirklich ist. Die Lösungskarte, die Karte mit den Wegen, zeigt hier auch an, dass es hier eventuell auch noch darum geht, sich Wissen anzueignen. Denn im Labyrinth ist der Weg noch nicht ganz klar. Es ist jetzt für mich keine reine Entscheidungskarte, zumindest diese hier mit dem Labyrinth nicht. Denn hier darf man doch schauen, welchen Weg man nimmt, um aus diesen Irrungen und Wirrungen rauszukommen. Und dazu hilft es in der Regel, sich Wissen anzueignen, um in die Erneuerung zu kommen. So sehe ich das. Für diesen Neuanfang braucht ihr noch ein Wissen. Entweder das Wissen darum, etwas loszulassen, etwas Altes auch loszulassen, etwas, was schon sehr, sehr lange verwurzelt ist bei euch oder sehr lange im Leben ist und euch aber nicht weiterbringt. Denn mit diesen, der Baum ist wirklich sehr stabil, sehr verstandfest. Je tiefer und älter er ist, umso stabiler wird er und umso fester ist er auch. Wenn das Gedanken sind, sind es aber sehr unflexible Gedanken. Können allerdings auch Wünsche sein bei dem einen oder anderen für ein neues Leben zum Beispiel. Für eben eine Erneuerung, die hier im Leben passieren soll. Die Ruten hier sprechen davon, dass ihr einen Konflikt habt mit dieser Erneuerung oder mit eurer Positivität. Eventuell ist es hier auch so ein Streitthema, dieses naive, oberflächliche, wäre auch denkbar. Und die zwei zusammen, beziehungsweise die drei zusammen sagen, es geht ums Sprechen, Sprechen, Sprechen,
sprechen, Ordnung machen. Ordnung machen, in den Gesprächen klar sprechen. Die Klarheit will hier reinkommen. Die Sterne sprechen von Klarheit, die sprechen von vielen, von viel positiven Begebenheiten, von einer positiven Phase gerade, von etwas, was euch auf euch zukommt. Diese glückliche Phase kann gut sein, dass ihr die erst im Nachhinein erkennt. Das wäre der Platz, dass die Klarheit von außen kommt, beziehungsweise euch das aktuell durch eine gewisse Euphorie auch gar nicht bewusst ist, was für Themen es eigentlich zu bearbeiten gilt oder welche Bilanz ihr zieht. Aber hier kommt auch ein Stück weit von außen ein Wunsch und eine Klarheit, eventuell eine Erkenntnis. Mit den Sternen geht es auch um etwas Erkennen. Und das Ganze passiert, wenn ihr hier Bilanz zieht. Und dann geht es mit großer Wahrscheinlichkeit auch darum, etwas loszulassen. Und hier liegt auch wieder die Konfliktkarte, dass ihr mit diesem Loslassen oder mit dem Bilanzziehen für die Erneuerung bei euch zu Hause oder eben, wie gesagt, das können auch innere Prozesse sein, einen Konflikt habt und den hier im März entweder erkennt oder tatsächlich auch bearbeitet. Der Hund spricht hier von Hilfe und Unterstützung, der hier am unteren Kartendeck liegt. Hilfe und Unterstützung kommt erfolgreich beim Erschaffen und Investieren in etwas Neues. Oder andersrum, ihr gebt diese Hilfe und Unterstützung. Auch das ist möglich. Mit dem Hund kann es bei dem einen oder anderen auch um eine Thematik mit Tieren gehen. Zum Beispiel Hund, Katze, Maus, sage ich immer, ist bei mir auch der Hund. Alles, was Kleintiere betrifft. Auch da gut möglich, dass es die Situation ist, dass hier ein neues Tier angeschafft werden soll und man dann überlegt, welches das sein soll. Und vielleicht gibt es hier Diskussionen, Streit mit den Kindern. Das wäre jetzt auch denkbar. So, jetzt hätte ich ganz gerne bitte für dieses Kleeblatt noch eine zusätzliche Karte. Da kommen gleich einige raus. Da kommt das Alleinsein, Ohnmacht, Angst, etwas nicht zu schaffen. Angst, etwas nicht zu schaffen. Und diese Ohnmacht erfährt eine plötzliche Veränderung. Abschied, Erschöpfung, Schock. Kann durchaus auch mal etwas sein, was, wie gesagt, positiv ist, aber in dem Moment erstmal als Schreck zum Beispiel wahrgenommen wird oder als ein Erschöpfungszustand wahrgenommen wird. Aber diese Ohnmacht wird sich dann auch verändern und das ist dann wieder positiv. Ein wohlwollender Mann dürfte hier einen Beitrag dazu leisten. Der wohlwollende Mann kann ein Freund, ein Anwalt, ein Arzt, ein Förderer, ein Vater oder ein Schwiegervater oder irgendein anderer wohlwollender Mann in eurer Umgebung sein, der hier dafür sorgt, dass hier eine plötzliche Veränderung reinkommt, die vielleicht auch erstmal Angst macht oder umgekehrt eine Angst, eine Ohnmacht verändert sich plötzlich zum Positiven durch einen wohlwollenden Mann. Und hier kommt noch die kurze Leidenschaft, die kurze Begeisterung.
Eventuell wird hier eine oberflächliche Situation aufgedeckt durch einen wohlwollenden Mann. Gut möglich. Bitte denkt das Ganze wieder groß, weil es ist eine allgemeine Legung und da kann es auf sehr viele Situationen zutreffen und bei jedem ist es ja etwas anders. Jetzt schauen wir uns das Thema Baum hier an. Bitte dafür eine Karte. Der Baum, dieses Verwurzelte, diese stabile Basis, da kommt die wohlwollende Frau, eine Freundin, Anwältin, also ist das gleiche wie der wohlwollende Mann, nur eben eine Frau, die hier im Leben eine wichtige Rolle spielt oder eben die mit diesen Wünschen zu tun hat, die auf euch zukommen oder die hier für eine Situation steht in eurem Leben, wo sich Sachen tief verwurzelt haben, wo sich Themen tief verwurzelt haben in eurem Leben. Könnte auch gut eine ältere Frau sein. Auf jeden Fall ist es eine Frau, die schon lange bei euch im Leben ist. Und gut möglich, dass ihr das ganze Thema auch mitbekommt als Erzählung zum Beispiel. Dass euch davon berichtet wird. Das ist auch möglich, dass es euch gar nicht selber betrifft, sondern ihr diesem Prozess hier zum Beispiel erzählt bekommt. Und dieses Bilanzziehen, das Loslassen oder bei manchen kann es auch etwas sein, was festgehalten wird, ist eine Chance, Gelegenheit, neue Wege zeigen sich hier. Und hier ist ja die Wegekarte und hier haben wir wieder die Ohnmacht. Die Ohnmacht war hier schon. Die Ohnmacht, die Stillstand, gefangen sein. Das sagt mir, dass es darum geht, diese Chance auch zu erkennen, wo wir wieder bei dem Bilanzziehen wären. Und aus diesem Stillstand dann letztendlich auch rauszugehen. Der Mann hier, der steht noch in der Ecke, der läuft noch nicht los und sucht sich seinen Weg, sondern der steht noch hier in der Ecke. Hier ist hell, ganz erleuchtet. Also er weiß, er kommt hier anders nicht raus. Er muss sich jetzt ein Stück für Stück hier durchfummeln, wo der Weg lang geht. Und das kann auch so ein bisschen diesen Stillstand verursachen oder anzeigen. Und hier kommt der Sommer. Wärme, Sinnlichkeit, Frohsinn. Anscheinend zeigen sich bis zum Sommer neue Chancen, neue Gelegenheiten oder es werden Wege klar, wenn ihr in der Zeit bis dahin in diese Beobachtungsposten, in diese Situation geht, dass ihr Bilanz zieht. Und bitte hier für die Karte mit den Wegen noch eine Karte. Da kommen wieder zwei. Nachrichten, schriftlich oder mündlich. Liebeskummer, Depression, Verzweiflung, innerer Schmerz oder und die Kraft, Durchhaltevermögen. Also es sind Nachrichten, Wissen aneignen, wer zum Beispiel, das habe ich vorhin auch schon gesagt, Nachrichten, die hier reinkommen, die Lösungen erfordern oder aber auch Möglichkeiten für euch,
aus dieser Depression, Verzweiflung rauszukommen, aus diesem Stillstand hier rauszukommen. Da kommen auf jeden Fall Lösungen auf euch zu, beziehungsweise Nachrichten auf euch zu. Und es geht darum, durchzuhalten mit der Kraft. Die Kraft sagt aber auch, ihr habt das Durchhaltevermögen. Definitiv diese ganzen Nachrichten, die reinkommen, auch umzusetzen, um hier eine Veränderung reinzubringen in eine Situation, die vielleicht ging es tatsächlich um Liebeskummer, vielleicht geht es aber auch um irgendein anderes Thema bei euch. Innerer Schmerz könnte auch zum Beispiel ein Verlust sein von einem Tier. Auch das wäre möglich. So, jetzt schauen wir uns das Kind an. Hier eine Karte für das Kind, das waren zu viele. Da kommt die Liebe, Partnerschaft, Flirt, Beziehung, die hier im Neubeginn liegt. Also, mein lieber Stier, anscheinend liegt hier ein Neubeginn in der Liebe, was jetzt für viele von euch sprechen könnte, wenn ihr Single seid. Denn wie gesagt, dieser Posten hier ist noch nicht sichtbar, liegt auch noch im Unbewussten oder es geht tatsächlich um das Thema Kind. Denn als nächstes kommt der Sohn, Bruder, jünger werdender Freund, Schwiegersohn. Für manche von euch kann das Thema eben euch betreffen oder es kann einen Bruder betreffen, einen jünger werdenden Freund, den Schwiegersohn. Und mit dem Sohn kann es natürlich auch überhaupt Kinder von euch betreffen, dass hier eine Liebe reinkommt, von der ihr noch nichts wisst, bei euren Kindern zum Beispiel. Das wäre auch durchaus denkbar. Oder der Sohn hat noch eine Liebe verheimlicht oder vielleicht tatsächlich auch ein Kind. Wäre ja auch möglich, weil das hier eben auf dem Platz des nicht sichtbaren oder noch nicht Gesprächsthema beziehungsweise unsichtbar liegt. Also einfach, was man noch nicht weiß. Bitte hier eine Karte für die Routen. In Kürze kommt ein Thema auf einen zu, womit man einen Konflikt haben könnte oder wo es darum geht, Ordnung zu machen oder eben wo Gespräche kommen. Vielleicht tatsächlich auch ein Streitgespräch oder halt einfach eine Diskussion, die da aufflammt. Und der Park, die Öffentlichkeit sagt, hier geht es um einen Freund, eine Botschaft und hier liegt wieder das Tier. Ein Tier aus einer öffentlichen Anstalt zum Beispiel, das wäre ein Tierheim. Und hier kommt eine neue Liebe rein, das wäre auch möglich. Wie gesagt, wenn es bei euch um zum Beispiel eine Neuanschaffung von einem Tier handelt. Und für die Sterne hätte ich bitte gerne auch noch eine Karte. Hoppala, da kommen sie gepurzelt. Da kommt das Wissen erlangen im Winter und es geht um eine Geburt. Muss ich mal schauen, ob ihr das alles noch sehen könnt, einigermaßen gut. Also hier kommt die Klarheit im Winter. Hier wird das Wissen definitiv erlangt, anscheinend von außen. Es kommen Erkenntnisse
Und da geht es um eine Geburt, was wieder darauf schließen könnte, dass ihr entweder Oma werdet oder die ganze Situation, wie gesagt, erzählt bekommt. Auch das wäre möglich. Und hier kommt ein Wissen rein. Es kann aber auch ein Wissen sein, zum Beispiel für eine Ausbildung. Denn das Wissen erlangen hier steht auch für eine Ausbildung. Eventuell hat dieses Thema damit zu tun, dass ihr hier eine neue Ausbildung machen wollt. Also das Kind steht für einen Neuanfang oder generell für etwas Neues, etwas, was in kleinen Schritten kommt. Auch das wäre denkbar, wenn es hier nicht um das Thema Kind geht. Und bitte noch für diese Karte. Da kommt eine, da kommt der Neubeginn. Da liegt der Neubeginn, der hier einen Konflikt verursacht. Und wie gesagt, der Neubeginn hat mit der Standhaftigkeit zu tun. Und hier geht es darum, den Baum eben auf Deutsch gesagt zu fällen. Diese alten Wurzeln, dieses Verwurzelte, dieses Festhalten. Es geht ums Loslassen. Es geht darum, irgendwas Altes loszulassen. Und da kommt der Konflikt rein. Das können auch drei unterschiedliche Themen sein. Es kann bei dem einen oder anderen von euch in einzelnen Sequenzen auch vorkommen und auch in drei verschiedenen Situationen innerhalb des März. Da spürt selber rein, was es im Einzelnen sein könnte. Es könnten sogar rein theoretisch 9 einzelne Situationen sein. Auch das wäre möglich, wo es um Neuanfänge geht. Oder um etwas erneuern. Im eigenen Haus oder eben im Inneren wäre gut möglich. Wie gesagt, um das Thema Tiere, Hund, Katze, Maus, Kleintiere ist auch noch hier drinnen. Mein lieber Stier, für den März wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Wenn dir die Lesung gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da. Ich freue mich darüber unglaublich. Und ihr helft damit, ganz kostenlos meinen Kanal wachsen zu lassen. Dafür danke ich sehr herzlich und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Eine schöne Zeit. Tschüss.